Hurra, endlich ist er da. VW legt nach bei den Kleinwagen. Der neue Polo soll seine Klasse kräftig aufmischen. Und der Wolfsburger schielt mit seinen Maßen und seinem voll digitalen Upgrade schon selbstbewusst rüber zum großen Bruder Golf. Erinnern Sie sich noch an den allerersten Polo? Der kam 1975 auf den Markt. 40 PS, 700 Kilogramm, 3,51 Meter kurz. Kennzeichen? Er hatte das Radio an der Stelle, wo normalerweise das Handschuhfach ist, also auf der rechten Seite. Ich habe zu der Zeit gerade mein erstes Catcar kaputt gefahren. Mittlerweile habe ich aber den Autoführerschein. Und ich gehöre jetzt zu den ersten Journalisten, die den nagelneuen Polo fahren können. Sechste Generation, hinter mir steht er. Er hat 115 PS, ist mittlerweile 4,5 Meter lang, 1,2 Tonnen schwer. Und wir gucken jetzt mal, ob der neue Polo vielleicht schon in einer ganz anderen Liga spielt. Anpfiff zum Aufstiegsspiel. Der Polo, der ab sofort immer vier Türen hat, steht wie sein Bruder Seat Ibiza auf der MQB A0-Plattform. Das bedeutet 9,4 cm mehr Radstand und 7 cm mehr in der Breite als beim Polo 5. Das Resultat? Kein Auto in der Kleinwagenliga hat mehr Platz im Innenraum. Hinten müssen selbst zwei lange Kerls nicht um ihre Kniescheiben fürchten. Und auch auf dem Fahrersitz ist genügend Raum, um schnell zu vergessen, dass dies eigentlich ein Kleinwagen ist. Der Kofferraum wächst von 280 Liter im Polo 5 auf stattliche 351 bis 1125 Liter. Der einzige Wermutstropfen: bei der Ausstattungslinie Beats ist der Subwoofer unterm doppelten Ladeboden so groß, dass wir die Heckablage nicht verstauen können. Aber wir wollen nicht zu viel meckern. Zweiter Test, das neue Cockpit. Und hier gibt es viel Neues zu entdecken, was man so in der Klasse der kleinen Wagen wohl noch nicht gesehen hat. Damit wir wissen, worüber wir reden, ich habe mal hier auf dem Handy mitgebracht, das ist das Cockpit des Vorgänger Polo. Der wurde erfunden 2008 und gebaut bis 2017, also 9 Jahre lang. Und wenn wir einmal so ein iPhone angucken, dann wissen wir, was 9 Jahre für ein Zeitraum ist. Wir sehen hier beim Cockpit das Navi, war nicht im Sichtfeld des Fahrers. Es wurde zwar immer aktuell gehalten, aber so ganz aktuell war das nicht mehr. So, bam, neue Welt. Der neue Polo erinnert mich vom Cockpit, ich sage jetzt Mercedes E-Klasse. Die hat einen 72 cm breiten Screen mit Digitalanzeigen für Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, aber auch für Navi. Und der geht bei der Mercedes E-Klasse bis hier. Und der Polo ist das erste Auto in dieser Klasse, was auch so einen digitalen Tacho hat. Und du kannst auch deine Ziele, deine Navikarte hier vor dich hin projizieren. Das ist eine unfassbare Verbesserung im Gegensatz zum alten Polo. Auch die Materialien hier im neuen Polo haben sich gravierend geändert. Wir sehen hier den weichsten Kunststoff, den es in dieser Klasse gibt. Das schmeichelt der Hand. Das kann keiner so gut wie der Polo. Dazu haben wir, wenn wir das wollen, können wir uns bestellen, eine Oberfläche in einer anderen Farbe. Da lässt sich der Polo richtig schön individualisieren. Mini hat es hier vorgemacht, Polo macht es nach. Ist Geschmackssache. Ich würde mir das jetzt nicht bestellen. Das sieht beim ersten Mal ganz schön aus. Beim zweiten Mal hast du dich satt gesehen. Und außerdem ist es ein anderes Rot als der Lack des Autos. Zur Info, das digitale Cockpit hat natürlich seinen Preis. Insgesamt 1.405 Euro Aufpreis kostet diese Ausstattung in unserem Testwagen. Kommen wir zu den Motoren. Unseren Polo gibt's eigentlich noch gar nicht. Er leistet 115 PS. Diese Motorisierung kommt aber erst später im Jahr. Insgesamt bietet VW 9 Aggregate an. Die 6 Benziner gibt es von 65 bis 200 PS im GTI. Die Diesel haben 80 oder 95 PS. Neu im Sortiment ist ein 90 PS starker Erdgas-Turbomotor. Wir sind derweil gespannt, was sich bei den Fahreigenschaften des neuen Polos getan hat. Das Auto liegt satter auf der Straße als der alte Polo. Der federt prima. Die Lenkung arbeitet klasse und genau. Und ich glaube, das ist die neue Benchmark in dieser Fahrzeugklasse. Dann hast du noch einen Fahrerlebnisschalter. Kostet natürlich alles, was Spaß macht, bei VW Aufpreis. Kannst wählen zwischen Normal, Sport, Individual, Eco. Wir nehmen mal Eco, dann schluckt er die Bodenwellen ein bisschen besser. Denn dieses Auto steht auf 17 Zoll Rädern. Das ist schon so ein bisschen sportlich und das liefert dann Bodenwellen schon an die Bandscheiben ab. Also mehr als kleinere Räder. Aber das fühlt sich alles ganz prima an im Polo. Ein Wort noch zum Motor.
115 PS aus dem 1 Liter Dreizylinder. 115 PS, wir erinnern uns an den Golf GTI, der hatte mal 110 PS, dann 112 PS. Und das war damals, damit warst du King of Kotelett. Und jetzt hast du 115 PS in einem Kleinwagen. Grundsätzlich bietet VW den Polo in den drei Ausstattungslinien Trendline, Comfortline und Highline an. Hinzu kommen die Sonderversion Beats und der sportliche GTI. Unser 150 PS Testwagen hat eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km pro Stunde und geht von 0 auf 100 in 9,5 Sekunden. Der Verbrauch liegt laut VW bei 4,7 Litern. Preis unseres Testwagens knapp 23.000 Euro. Aber es geht auch deutlich günstiger. Der Grundpreis für den neuen Polo liegt bei 12.975 Euro. Endlich mal gute Nachrichten von VW, nicht immer nur dieses Dieseldrama. Der neue Polo ist ein Riesensprung geworden. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, okay, der ist von 2008 und ein iPhone 7 ist auch besser als ein iPhone 3. Aber für mich steht dieser Polo für die Digitalisierung der Kleinwagen. Digitalcockpit, selbst mit dem kleinen Mäusekino hinterm Lenkrad, das hat in dieser Klasse keiner. Da setzt der Polo die Benchmark. Und auch eine Liga höher musst du suchen, um sowas zu finden. Ab Ende 2017 fährt der neue Polo gegen die erstarkte Konkurrenz an, auch gegen den Golf. Das große Publikum kann den neuen Kleinwagen erstmals auf der IAA begutachten. Dann heißt es auch für die wahren Polo-Fans, hurra, endlich ist er da.